Was hier mit Espresso? Nein, das geht. Noch ein Leben, hey! Oh, wie lange hänge ich hier schon wieder diesen verkackten Level? Es tut mir echt leid für euch, dass ihr euch das hier mit antun müsst. Also, okay, ihr müsst ja nicht. Das ist ja alles auf freiwilliger Basis. Ich zwinge ja nicht mal die Videos zu gucken. Aber tut es, sonst bringe ich euch um. Ich kann sagen, ich muss hier nur wieder leben hier. Penner. Was kann ich denn sonst hier nur mit einer Kiste anfangen? Vor allem, weil es so eine schöne Kiste ist. Die ist so schön eckig und so. Ah, warum sage ich eigentlich die ganze Kiste? Ich habe zu viel Crash im Kopf, glaube ich. Wow! Wow. Wow. Schnauze, Wichser, ey. Aber klar. Okay, ich meine, die 3 Meter habe ich auch noch holen können. Hm. Oh, so ein Espresso, genau. Das ist echt ätzend. Das gefällt mir nicht so gut. Sowas mag ich nicht. So, dann gehen wir erstmal hier so drauf. Ich glaube, hier bin ich auch schon mal lang geflogen, ne, wenn ich mich nicht täusche. So, hervorragend, der ist tot. Da oben irgendwas tun oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Okay. Noch ein Fass, wie schön. Hab ich gerade gewechselt? Da ist ein Baum. Ich will da drauf. Ich komme da nicht drauf. Oh Mann, oh. Flieg, was das Zeug hält. Okay, einfach ruhig sein, so. Und jo. Jo. Nein, 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 bleib hier. Ich habe echt das Gefühl, dass es genau dort ist. Ich weiß noch nicht, was da ist, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Okay, gut. Aber die Frage ist nur, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ja! Okay, 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 okay. Okay. Nicht! Nein! Nein! Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Aber nicht so. Nicht so, Dennis, nicht so. Töte alles auf dem Weg. Und hol den Espresso. Espresso. Ich krieg's einfach nicht in meine Biere. War gut, Dennis. Ah! Okay, aber das ist doch schon mal sehr viel wert. Fieses Versteck auf jeden Fall, weil man nicht durchziehen darf im Sprung, sondern man muss quasi erstmal ein bisschen fallen, damit man letztendlich das dann hinbekommt mit dem Sprung. Aber ich glaube, ich versuche erstmal alle Gegner auf dem Weg zu töten, die mir sonst im Weg schatünden. Ja, gut, Dennis. Oder Donkey, besser gesagt. Der hat so einen verzögerten Wurf, das ist zum Kotzen. Ich glaube, der kann zwar weiterwerfen als der Diddy Kong, aber das ist es mir nicht wert, wenn da die Verzögerung mit drin ist. Ich hasse Verzögerung in jedem Spiel. Wow, okay. Jetzt können wir, glaube ich, zu Diddy wechseln. Diddy! Dankeschön. Oh, ich bin gerade ziemlich froh, dass ich es gefunden habe. Jetzt müssen wir nur noch da hinkommen. Lustig, lustig. Ich hätte dich auf dem weiteren Weg auch noch alle umbringen können. Ich sag das immer so böse. Ich muss sie alle töten. Ja, ich hätte vielleicht doch vor alle Gegner, wirklich komplett restlos alle Gegner besiegen sollen, damit mir die gleiche Scheiße nochmal passiert. Aber ich habe die Befürchtung, dass es so sein wird. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Okay. Okay, das war wieder zu viel. Aber dann können wir gerade mal die Chance nutzen und versuchen, alle auf dem Weg befindlichen Gegner zu vernichten. Die Fässer, die werden auch nerven.
So, okay, hervorragend. Espresso, du bist da noch, ne? Mach mich nicht schwach. Er ist nicht mehr da. Warum bist du nicht mehr da, du kleines Stückchen Dreck? Ich hasse dich. Komm, verpiss mich mal für 10 Meter. Ihr könnt das Spiel nicht mehr merken. Mario Land hatte so ein gutes Spielegedächtnis, ne? Also für ein Spiel hat es ein gutes Gedächtnis gehabt, das wollte ich damit sagen. Und WD ist ja jetzt nicht mehr in der Kiste drin. Also das, fände ich dann ziemlich, ziemlich kacke. Ich glaub's nicht. Ha! Tolles Spiel, wow. Es ist Super Nintendo, hallo? Ey, das muss ich das Spiel doch merken können. Ey. Da kann ich sagen, dass ein Gameboy mehr drauf hat als ein Super Nintendo. Meine Fresse. Wow. Ich bin ja beeindruckt vom Spiel. Ja, komm, dann heizen wir jetzt hier direkt ganz weit durch. Gehen dann den ganzen Scheißweg nochmal zurück. Ich will's jetzt auf Nummer sicher machen. Eine Ausnahme für mich. Ich gehe ja sonst nie den leichtesten Weg. Oh. Schön. Leben. So, dich machen wir weg. Machen wir dich da oben auch noch weg. So. Ach schade, ich habe das Roll noch weiter, aber klar. Bei DK-Fest ist das nie der Fall. Wow! Hilfe, Hilfe. So, leck mich. Okay, das waren jetzt alle Gegner, die jetzt... Bitte? Ist der gerespawnt gerade einfach mal so? Oder lag das daran, dass die Sterbesequenz noch nicht abgeschlossen war? Dass ich vielleicht ein bisschen zu schnell war. Kann unter Umständen sein. Weil das Spiel kann sich sowas ja nicht merken, ne? Ah, ich habe gedacht, der rollt sich jetzt mal so weiter. Aber manchmal macht er so ein langes Rad. Manchmal nur so kurz. Ich habe noch nicht so wirklich raus, wann der jetzt was macht. So, okay. Wow! Moment, ganz ruhig, Dennis. So, komm schon, Baby, komm schon. Runter. So. Ach, scheiße. Das war noch nicht mal genug. Wow. Ich komme da so hin. Ich brauche den gar nicht. Jetzt eher ohne Scheiß. Habe ich die Plattform einfach die ganze Zeit übersehen? Ich könnte kotzen. Ich versuch's gleich einfach mal nur mit Didi. Ich versuch's gleich einfach mal nur mit Donkey. Fuck. Ja, mit Donkey wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Wo ist denn das Fass schon wieder hin? Wo ist es hin? Willst du mich verarschen? Fetter Gorilla, ey. Tschüss. Alter, ey, wie lange ich jetzt in diesem verkackten Level hänge, ne? Für nichts. Okay, man schafft's, ja. Oh, ich mache mir die ganze Zeit den Stress mit diesem verfickten Strauß. Oh, Mann. Jetzt werden wir die Spielkenner, ne? Die haben sich schon jetzt ungefähr... Wie lange brauche ich, bin ich jetzt in dem Level? Eine halbe Stunde? Die haben sich jetzt eine halbe Stunde am Kopf gefasst, habe ich nur gedacht, Dennis, tu das doch nicht. Aber ich bin zwar eine halbe Stunde im Level, aber das heißt ja nicht, dass ich eine halbe Stunde lang unproduktiv bin. Nein, ich habe ja schon ein paar Geheimnisse glücklicherweise gefunden. Was wäre so schlimm, wenn ich noch nichts gefunden hätte, ey. Ja, sehr gut. Und hi, ha. Und hi, ha. Ah. Und wehe, das ist nicht das letzte Geheimnis. Zack, zack, zack. Alter, leck mich fett, ey. Puh. So. Komm, wir suchen Level beenden, ey. Das schaffen wir jetzt auch noch, ohne Leben zu verlieren. So. Jo. Ist ja kein großes Level, aber immer diese Verstecke zu finden, das ist echt krass. Ich finde, die sind richtig gut versteckt, die Sachen hier. Aber also ich brauche echt, um echt zu sein, brauche ich echt lieber ein bisschen länger, auch bei Let's Plays, ne? Um irgendwas zu finden, als letztendlich im Internet nachgucken zu müssen. Es ist total bekloppt, das ist eigentlich das, wow. Das Selbstmordgeständnis eines Let's Players, weil es einfach für die Zuschauer echt zum Kotzen ist. Aber bei mir ist es einfach so, weil mein eigener Stolz darüber steht. Quankys Koje. Hast du mir meine Zeitung geholt? Der Crafty Croctopus versteckt seine Schätze in der Korallengarambolage. Im Wasser treibende Fässer zerbersten, sobald du sie berührst. Das war's wohl. Bin jetzt tot. Ah, schön. Oh, ein Unterwasserlevel. Einfach mal keine Geheimnisse verfolgen und nichts. Ein Traum, sage ich euch. Ey. Komm. Sammel die Manähen schon ein, genau. Ich sehe noch nicht, was über mir liegt, aber ein Dekafer sehe ich. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob der Didi jetzt unter Wasser agiler ist als der Donkey. Das
weiß jetzt gerade wirklich überhaupt gar nicht. Wow. So wie die schießen, erinnert mich so ein bisschen an so einen schönen alten 2D-Sidescroller-Raumschiff-Shooter. Wow, 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 wow. Okay, wir haben schon das K verpasst. Okay. Dann haben wir es eingesammelt? Keine Ahnung. Wow. Okay, wir kacken mal auf die Staude. So, lass uns auf die Staude kacken. So, okay. Ui! Hallo, Haifisch. Alles klar bei dir? Okay, komm, wir versuchen hier einfach durchzuheizen. Wahrscheinlich habe ich einen Ungard übersehen oder so. Aber da ist schon mal ein Speicherfass. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Hui, okay. Die Kaffas wäre auch nicht schlecht. Sollten wir hinbekommen. Ich mag das Geräusch, wenn die Muscheln wieder zugehen. Klapp. Bye. Oh, dankeschön. Hervorragend. Ich meine, der Fettsack gibt natürlich ein größeres Ziel ab, ja. Ey, das ist so kacke mit der Kamera. Warum kann unser Charakter nicht einfach zentriert bleiben? Und dass wir dann einfach... Also, dass er dann schneller hochscrollt, der Bildschirm. Warum haben wir es nicht hinbekommen? Oder warum machen die es nicht? Ich meine, das Spiel ist von 94 und ich finde, da hat man das Recht, sich auch darüber beschweren zu dürfen. Weil ab da, ne, war die Technik schon relativ ausgereift. Ein Problem hat man ja bei... Zum Beispiel Super Mario Bros. Hat man ja auch nicht das Problem, oder? Ich überlege gerade, nee, nicht, dass ich wüsste. Wahrscheinlich sollte das so eine Art Action-Kamera sein oder so. Hat keinen Plan. Wow! Wow, 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 wow. Ich habe mir einfach rechts. Hey, das N! Das heißt, wir sind gleich am Ende. Und wir können uns sicher sein, dass wir dann auch das Ausrufezeichen haben, falls wir es... Aua! Irgendwann mal schaffen sollten. Alter, was geht mit dir? Nö! Hier ist ein Quoctopus. Glaube ich so. Oh, Mann. Hilfe. Okay. Aber klar, dass du nach unten schießt, du Penner. Alter, war das knapp. Puh. Und Marktaustern wäre auch überstanden. Was ist das dann? Bumblebee Wumble, schon der nächste Endgegner. Wie schön. Ich weiß nicht mehr, wie der funktioniert. Ach, einfach nur mit Fässern abballern, genau. Und jetzt macht ihr irgendeine Sequenz, genau. So, okay. Haha. Nein. Tschüss. Okay, dreimal haben wir ihn schon mal. Das war echt schlecht, Dennis. Fick dich! Okay, einmal muss ich ihn noch treffen. Am besten nicht treffen lassen. So, okay. Werden wir wieder normal. Tschüss. Endgegner Nummer 3 wäre besiegt. Und wir haben die dritte große Banane und den dritten Bananen. Guckt euch mal an, wie viele Bananen das sind. Das fällt mir jetzt erst auf. Wie soll die in allen dieses kleine Scheißlager passen? Gorilla Gletscher, die Eiswelt. Hey, da habe ich auch schon... Die hat mir auch schon ein bisschen das Fürchten gelernt. Ne? Ja, okay. Gut, ich werde jetzt aber erstmal nochmal in diese Welt gehen, um zu speichern, weil ich nehme schon wieder eine Stunde 20 auf. Ja, ja. Weil wir haben in der neuen Welt noch nicht die Möglichkeit zu speichern. Die Welt ist scheiße. Das sage ich auch jetzt schon mal. Kann ich speichern? Hey, achso. Wie wäre es mit einem kleinen Dreher in meinem Speicherfass? Ist das ein neuer Spruch? Ich glaube schon. 2 Stunden 27 und 47% haben wir jetzt geschafft. Das heißt, normalerweise, ne, wenn man es hochrechnen würde nach Adam Riese, würde ich letztendlich so bei... 3,5 Stunden, genau. 5,5 Stunden würde ich ungefähr brauchen, denke ich mal. So, ne, man muss... Ich habe schon... Also, theoretisch, wenn es so in dem Tempo weitergehen würde, was es garantiert nicht geben wird, das Tempo. So, okay, ich werde auf jeden Fall... Ich habe es gespeichert, ne, gut. Ich werde auf jeden Fall, euch einmal das nicht 100% Ende zeigen und einmal das 100% Ende. Da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Das heißt... Ich schätze meine letzten Welt, ich glaube, ich werde sie wiedererkennen. Falls ich da irgendein Level haben sollte, was ich nicht mit einem Ausrufezeichen beendet habe, werde ich das auch erstmal so belassen. Ja, das klingt, glaube ich, nach einem Plan. Und ich glaube, an sich von den Leveln her, doch, ich habe jetzt bisher jedes Level mit einem Ausrufezeichen geschafft. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Level geschafft nach ungefähr 3 Stunden Spielzeit. Das heißt, ja, 6 Stunden könnte es dauern. Wenn es so weitergeht, aber ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Wie gesagt, ich glaube, wir landen eher so bei 7 Stunden. Na gut, Freunde, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen.
Wieder war mal ein unproduktives Level dabei, ja, aber ansonsten kamen wir eigentlich ganz gut voran. Und ich hoffe, dass es dann auch entsprechend weitergehen wird. Also, ne, ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn das natürlich schon längst vorbei ist, wie ihr es seht. Und sag einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.